Guten Morgen, ich bin auferstanden. Und guck mal, es ist jetzt gleich 9 Uhr. Und ich habe diese Nacht ein bisschen besser geschlafen als letzte Nacht. Aber auch nicht so gut, weil erstmal hier drüben im Maisfeld habe ich ganz oft irgendwie irgendwas rumlaufen gehört. So ganz dieses Knacken und so weiter von hier. Von Tieren und so weiter. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tier war, aber das hat sich dann ganz langsam fortbewegt und das auch die ganze Nacht durch irgendwie. Ständig, immer an derselben Stelle. Da ganz hinten irgendwo. Ja, gut, gleich hier. Sachen packen. Zelt zusammenbauen. Ich weiß nicht, ob ich gleich auf Kaffee verzichte oder doch eintrinke, muss ich mal gucken. Dann Zähne waschen und dann weiter zu gelaufen. Und ach ja, ganz große Scheiße. Und zwar hier meine scheiß Luftmatratze, die ist glaube ich kaputt. Isomatte heißt das. Die ist hier kaputt gegangen. Ich habe sie gestern komplett aufgepustet und ich habe hier dann hier auf diesen Scheißboden gelegen mit meinem Körper nach einer Zeit. Hier geht scheiß Luft raus, das ist voll dreckig und so weiter. Ich glaube, ich werde mir eine neue Isomatte in meine Amazon-Wunschliste reinpacken. Weil hier auf dem Boden zu liegen, das ist voll scheiße. Das mag ich nicht. Weil das ist hart und unbequem und sowas. Aber mit dieser Matte etwas bequemer als komplett ohne. Guck mal, ich habe schon den Stuhl rausgepackt. Und hier. So ranzig und räudig sehen meine ganzen Zeltinnereien aus. Die muss ich auch doch alle rausmachen. So, meine Wurfzeltinnereien sind ausgeschieden. Jetzt Wurfzelt zusammenbauen. Ich habe ein Wurfzelt zusammengebaut. Ich habe meinen Wasserkocher, den man mit Gas betreibt, hier auf dem Boden gemacht. Jetzt anmachen. Jetzt den Scheißtopf hier drauf machen. Und ein bisschen Schmierwasser reinmachen. Und jetzt ein Kaffeepad hier drauf machen. Und hier, damit das schneller kommt, erstmal den hier drauf machen, damit das schneller kocht. Und gleich, wenn Wasser kocht, dann kann ich gleich Kaffee trinken. Wasser kocht. Jetzt ist hier Wasser fertig. Und jetzt, weil Wasser kocht, hier mein Wasserkocher, diesen Gas abdrehen. Jetzt hier verrühren und gleich ist Kaffee fertig. So, hier Kaffee ist fertig. Jetzt endlich Kaffee trinken. Bevor, ich glaube, für noch weitere 2 Tassen habe ich hier noch. Und dann werde ich hier 3 Tassen Kaffee in Ruhe trinken. Und dann gleich Wanderungsstart kommt. So, ich schätze mal ungefähr 30 Kilometer bis nach Buxtehude muss ich heute schaffen. Vor 19 Uhr irgendwie. Weil da hat dann hier der Dönerladen dicht. Ne, hier, es ist 10 Uhr und ich habe meine ganzen Sachen gepackt, Zähne gewaschen und Kaffee gesoffen. Und jetzt, wo ich endlich fertig bin, Wanderung Tag 3 Start kommt. Oi, hier, ich bin an dieser Bundesstraße angelangt. Und mein Bein geht's zwar ein bisschen besser als wie gestern Abend. Aber ich mache mir hier Sorgen wegen meinem Bein. Weil ich glaube, dass der die nächsten Kilometer irgendwann wieder total Probleme machen würde. Also ich habe ja jetzt auch Schmerzen, aber die gehen noch. Aber später, es wird ganz große Scheiße werden. Und deswegen denke ich mal, werde ich die gesamte Bundesstraße bis nach Buxtehude laufen, anstatt irgendwo abgebogen, damit ich auch wirklich pünktlich ankomme.
So, und jetzt erstmal erstes Guten Morgen Bier trinken. Zum Bier trinken. Da steht Boizen drauf. Boizen. Ich war gerade scheißen gewesen und das war eine richtige Erleichterung. Und darauf des Scheißens erstmal ein Bier trinken. Nee, weil immer mehr warm kommt und immer mehr D3-Schepper rumkommt. Habe ich hier das da ausgezogen. Extra, damit noch mehr der D3-Schepper hat. Und daraufhin noch ein Bier trinken. Oi, ich habe einen Bierpower-Verkehrsreflektor gefunden. Bierpower? Ich habe Bierpower gemacht. Auf einem, hier, Bierpower-Verkehrsreflektor nenne ich das. Oi, da steht hier 21 Kilometer von bis nach Buxtehude entfernt. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Dann bin ich so, was weiß ich, vielleicht schon 4 oder wenn ich mit Pausen berechne, dann 5 Stunden da, dann wäre ich dann so ungefähr gegen 17 Uhr da. Und wenn dieser Dönermann bis 19 Uhr auf hat, dann scheint es zu passen, wenn ich dann so gegen 17 Uhr da bin. Mal gucken, ob ich auch wirklich um 17 Uhr dort ankomme oder erst noch später. Und mein Scheißbein, also dieser hier, der macht mir voll Sorgen, weil der schmerzt die ganze Zeit. Es geht zwar zu laufen momentan, aber trotzdem noch Schmerz und der kann auf jeden Fall in den nächsten paar Stunden echt Probleme machen, mein Scheißfuß. Und deswegen mal gucken. Ich hoffe, dass ich pünktlich ankomme bei hier Buxtehude, um da Döner zu fressen. Ich laufe eine richtige Landstraße bis nach Buxtehude. Und so viele Autos sind hier auch gar nicht. Deswegen total entspannt. Ja gut, jetzt diese drei, so ein paar Autos schon, aber vielleicht alle ein, zwei Minuten kommen mal Autos vorbei. Das klingt schon entspannt, glaube ich. Da ist doch ein Auto gefahren. Naja, aber hier ist entspannter als so eine Drecksbundesstraße, wo alle 10 Sekunden so ein fetter LKW langfährt oder Trecker oder sowas, was mich jederzeit umrollen könnte. Und immer dran denken, wenn ihr hier, wie heißt das nochmal, wenn ihr wandern geht und hier nirgendwo ein Fußgängerweg ist, dann immer auf der linken Seite wandern. Weil dann seht ihr, wie die Autos und Traktoren und hier voll fett LKWs und so weiter fahren. Im Gegensatz zur anderen Seite, wo ihr von hinten überhaupt nichts sehen könnt. Außer wenn ihr euch umdreht, was nervig ist. Und deswegen immer in der linken Seite laufen, wenn ihr wandern geht. Das ist immer am sichersten. Ich hab Bier getrunken. Oh Scheiße, hier mein Schienbein oder Kantbein oder wie das heißt. Weiß ich auch nicht, wie das heißt. Aber diese Stelle, die ich euch vorhin gezeigt habe, wo es die ganze Zeit am Schmerzen ist, der schmerzt immer stärker und das tut voll weh, irgendwie zu laufen damit. Ich habe gerade hier 4 englischsprachige Radfahrer getroffen. Die sind an mir vorbeigefahren und haben ganz kurz Pause gemacht. Und ich habe die angesprochen gehabt, wohin die hinwollen. Und bis auf einzelne Worte konnten die gar kein Deutsch, sondern nur Englisch. Und die waren vollkommen perfekt ausgerüstet mit einem Fahrrad. Haben eine riesige Radtour gemacht von London nach Berlin. Das ist natürlich schön zu hören, wenn die so eine richtigen Monsterstrecken hinfahren mit dem Fahrrad. Ja, da habe ich irgendwie versucht, auf Englisch zu erzählen, dass ich von Bremen bis nach Buxtehude laufen wollte. Und ich glaube, der eine hat es auf jeden Fall verstanden. Oi, guck mal, laut Komoot, also jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob ich die Zahl vertrauen kann. Das werde ich dann zu Hause nochmal nachrecherchieren. Aber jetzt gerade bin ich bei 78,8 Kilometer. Und hier seht ihr diesen kleinen Knubbel hier vorne? Dieser kleine. Genau in diesem kleinen Knubbel, da habe ich letzte Nacht gepennt. Und
Und hier vorne, wo dieser dicke Pfeil ist, da bin ich jetzt gerade. Und hier vorne ist Buxtehude. Also würde ich sagen, dass von dem kleinen Strich hier vorne, also da, wo ich gepennt habe, dass ich auf jeden Fall über die Hälfte hinaus bin, bis nach Buxtehude. Und wir haben jetzt gerade 14.19 Uhr. Und doch, ich gehe davon aus, dass, wenn ich über die Hälfte schon geschafft habe, dass ich pünktlich beim Dönermann ankomme. Aber oi, ich mache jetzt gerade erstmal eine 10-Minuten-Pause mit Käsebrot fressen und Bier trinken. Aber verscheiße, jetzt muss ich die ganze Zeit diese Landstraße hier laufen ohne Fußweg. Das nervt mich. Das mag ich nicht. Oi, guck mal da vorne auf diesen Scheißschild. Auf diesen Scheißschild, wenn diese ganzen Scheißautos mal wegkommen würden. aber da vorne auf diesem Scheißschild steht 6 Kilometer bis nach Buxtehude entfernt dran. Aber weil mein Bein so sehr weh tut, also diese Seite vom Bein hier, der hat ganz viele Schmerzen und sowas. Deswegen suche ich mir gleich eine nächste Bank und setze mich und mache da ganz kurz Pause, bevor ich dann weiter zu gelaufen. Ich hab Bank gefunden. Und weil ich Bank gefunden habe, und hier meine scheiß Füße, hier Bein oder wie sich das nennt, genau hier, sowas von weh tut, habe ich jetzt gerade meine Schuhe ausgezogen, damit meine scheiß Füße nackt sind. Und ich glaube, ich werde mich hier jetzt erstmal, weil ich weiß nicht, wir sind gerade 6 Kilometer von Buxtehude entfernt. Und wir haben jetzt halb vier. Ja, das kommt gut hin, dass ich irgendwie so gegen 5 Uhr dort ankomme. Bei Mehmet. Ich werde hier erstmal die nächsten 15 Minuten hier rumsitzen und sowas. Und hier. Und hier genüsslich ein Bier trinken. Zum Bier trinken. Füße, die nicht so viel abkönnen, heißen Scheißfuß. Deswegen habe ich jetzt gerade einen Scheißfuß. So, und wie sonst immer. Jedes Mal Bier unter diesen Scheißmüll einmal hinstellen. Und du Scheiße, das war mein letztes Bier gewesen. Deswegen werde ich gleich neues Bier kaufen gehen. Ah. Hier, guck mal, ich habe mir Kronbacher geholt, ein Sechser. Weil, guck mal, hier, Nieto hat kein Wickhühler oder wie das heißt. Weil ich habe jetzt gerade bei Nieto eingekauft. Und ich dachte mir erstmal, hier Hasseröder zu holen. Aber Krombacher wird diesmal ein Angebot gewesen, dass das hier günstiger ist diesmal. So, jetzt erstmal Krombacher kosten. Oi, weil ich vorhin vergessen hatte, in dieser Mülltonne, hier meine ganzen leeren Bierflaschen, von dieser hier Plastikbeutel rauszupacken, habe ich die jetzt hier rausgepackt, damit ihr sehen könnt, dass ich hier noch mehr Bier... leere Bierflaschen hier in dieser Mülleimer hingestellt habe. die ich hier rumgesoffen habe. Ich habe das nur voll vergessen gehabt, dass die noch hier drin waren. Deswegen habe ich ja die eine Flasche vorhin gepackt. Cool! hier, guck mal, wie heißt das nochmal? Hier, ich bin hier diesen Buxtehude oder wie das heißt, angekommen. Das ist ein richtiger Bierpower-Schild. Bierpower! Bierpower! Das hier, das ist Buxtehude Dorf oder Stadt oder wie sich das nennt. Oi, ich glaube, ich bin gleich da. Hier bei diesem Mehmet Döner. Und hier, wie heißt das nochmal?
Ich habe Flirty alarmiert, dass er auch vorbeikommen sollte, weil der nicht ganz so weit davon entfernt wohnt. Deswegen treffen wir uns gleich da, glaube ich, zum Dönerfressen. Da freue ich mich drauf. Aber ich bin gleich da, dort angekommen und dann kann ich mit Flirty Döner fressen zum ersten erster Treffkontakt mit Flirty. Und hier bei Torweg, da könnte da ganz hinten hier Mehmet oder Mehmet sein. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob ich gleich Flirty treffe. Ne, guck mal, ich hab hier Flirty getroffen. Moin moin! Döner fressen. Hier Mehmets Döner fressen. Moin Mehmet, kannst du filmen? Ja. Super. Ich würde gerne einen Döner haben. Einmal? Ja, ohne Schaf. Okay, Soße mit allem? Ja, mit allen dran. Okay. Dankeschön. 6 Euro. Genau. Guten Appetit. Jo, schönen Tag noch, ja. Danke ebenso. So, jetzt bitte mit Flirty an Döner fressen. Ziel erreicht. Können wir den fressen jetzt? Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Boah, hier sind überall Wespen. Mhm. Das ist auf jeden Fall erheblich besser als der Durchschnitt der Döner. Ich glaube, den kann ich sogar zu meinen Favoriten zählen. Nicht der allerbeste, den ich kennengelernt habe, aber auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Aber diese Soße hier, das ist extrem speziell irgendwie. Als wenn da irgendwie so ein paar Tropfen hier von, wie heißt das nochmal? Von irgendwelchen Pfefferonen oder sowas drin reingespritzt worden sind. Jetzt, wo du es sagst, geht das auch ein bisschen heraus. Das Einzige, was mir an diesem Döner fehlt, sind etwas dickere Zwiebeln, die so richtig zwiebelig schmecken. Was ich jetzt zum Beispiel, da warst du nicht bei, aber am ersten Tag der erste Döner gefressen habe, in Ortersberg, dieser Döner, ich habe den Namen vergessen. 4 Uhr. Die hatten richtig geile Zwiebel gehabt im Döner drin. Was dieser Döner leider nicht hat. So, ich habe mich sehr gefreut, wir haben hier Döner gefressen zu haben. Ich sitze mit Flirty hier und ich werde mit ihnen ein Bier trinken. Und für Flirty werde ich auch noch ein Bier aufmachen. Geprost! Geprost! Oh Scheiße! Bierausscheidung! Bierausscheidung! Bier, Bauer! Oi, hier, guck mal da. 19,8 Kilometer habe ich bis hierhin gemacht, bis Buxtehude, diesen Bahnhof. Und jetzt fahre ich ein paar Stationen bis nach Flattenhause. So, jetzt ist sowohl Flirty seine Isomatte darunter, als auch meine kaputte Isomatte, die selbst abblasend ist, da drauf, auf Flirtys Isomatte, damit ich heute hier schlafen tue. Oje, hier, ich bin auf dem Heimweg nach Hause. Zu mir nach Hause, nach Bremen. Ich habe 4 Nächte bei Flirty gepennt. Und heute, hier, mein Scheißfuß, der hat die ganze Zeit wehgetan und der tut immer noch weh. Hier ist eine voll Fettentzündung drin. Aber heute geht das im Gegensatz zu den letzten Tagen. Und deswegen bin ich in der Lage, nach Hause zu fahren. Und ich fahre jetzt bis zum Hauptbahnhof und wenn wir in den Hauptbahnhof angekommen sind, dann fahre ich da mit dem Flixbus nach Hause. genau so mache ich das. Hey, hier, ich bin angekommen.
Hier beim Flixbus. Mit diesem Flixbus muss ich rumfahren. Bis nach Hause. Oi, hier, ich bin aus diesem verranzten Bus ausgestiegen. Ich bin hier in Bremen, wo du wieder seist, angekommen. Und jetzt bald nach Hause fahren. Nee, ich bin schon wieder zu Hause. Und es sind knapp 2 Wochen, nachdem ich hier die Rückreise angetreten habe, vergangen. Und ich bin jetzt gerade dabei, den letzten Teil der Videoserie zu beschneiden. Und hier, ich wollte noch ein paar letzte Worte von mir ausscheiden, bevor hier Abschlussworte, bevor der letzte Teil der Videoserie fertig beschnitten ist. Und zwar, ich bin gerade am Fressen. Und hier, währenddessen ich fräse, werde ich noch einen Schluss sagen. So sieht mein Fressen in der Ich-Perspektive aus. Und hier, ich glaube, man hat es mir sehr gut angesehen, dass ich bei Tag Nummer 3 am Ende irgendwie total angesoffen war. Und nicht so viel vom Döner erzählen konnte. Und ich wollte jetzt nochmal nachträglich noch hier was zum Döner sagen. Und zwar, ich fand den Döner nicht schlecht. Also der hat mir sehr gut gefallen, sehr gut geschmeckt. Der hatte auch irgendwie so eine interessante, spezielle Soße gehabt, die ich sonst in noch keinen anderen Döner gefunden habe. Diese Soße hat irgendwie so geschmeckt, als wenn da so ein bisschen hier milde Pfefferon noch mit reingegossen wurde. Irgendwie so. Also schon interessant. Ja, Brot war gut gewesen, aber ich fand den Döner irgendwie ein bisschen zu klein gewesen für diesen Preis. Von 6 Euro habe ich da gezahlt. Aber ich denke, wenn ich Mehmet wäre, dann würde ich den Preis auch hier so weit nach oben schießen, wenn man so bekannt ist. Mir hat aber so ein bisschen hier was diese Salate angeht. Also Salate waren zwar gut frisch gewesen, aber ich finde, es gibt ein paar mehr Dönerläden, die auf jeden Fall was Salat angeht und so weiter toppen tun. Ich finde, man hier so eine saftigen Zwiebel, die ich jetzt zum Beispiel in Ottersberg da kennengelernt habe, die haben in diesem Döner gefehlt. Und hier noch so ein größerer Schlag von Tzatziki. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten, doch, kann ich relativ zu meinen Favoriten zählen. Aber es gab Döner, die ich noch mehr mochte. Ich finde zum Beispiel den Döner aus Soltau, diesen Sarai-Grill, den fand ich zum Beispiel besser. Oder hier auch von Sottrum diesen Döner, also hier Gurken, so uns empfohlenen Döner. Ich bin ja mal zu Fuß von hier 80 Kilometer gelaufen, um hier Gurken, so uns empfohlenen Döner, diesen Berlin-Döner, zu probieren. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich den etwas besser fand. Aber ich glaube, das ist bei jedem eine absolute Geschmackssache. Aber trotzdem sehr interessant, mal diese so einen speziellen Döner zu probieren. Hat mir gefallen. Und nachdem ich mit Flatti Döner gefressen habe, bin ich noch mit zu ihnen gefahren. Eigentlich wollte ich am nächsten Tag direkt hier nach Hause fahren. Aber mein Fuß hat so heftig geschmerzt gehabt, dass ich hier mir das nicht vorstellen konnte. Da hätte ich echt keine Chance gehabt. Ich habe nur gehumpelt, den Wagen irgendwie ein Treppenhaus hoch und runter zu schleppen oder geschweige denn überhaupt zu gehen. Das war überhaupt nicht möglich. Und deswegen bin ich einfach ein paar Tage länger geblieben. Und also von Mittwoch aus. Und dann bin ich dann Sonntag hier zurückgefahren. Und hier wegen meinem Fuß, hier seit diesem Dienstag, also am zweiten Tag, habe ich ja hier diese Entzündung. Und mein Bein, und das ist immer noch nicht zu 100% abgeheilt. Das ist immer noch hier merke ich immer noch so einen Hügel. Aber es wird Tag für Tag besser und ich kann meinen Fuß auf jeden Fall immer besser bewegen. Aber ich werde den jetzt erstmal noch, keine Ahnung, 1-2 Wochen noch schonen müssen, bevor ich dann die nächste Wanderung machen kann. Wegen diesem Hügel. Also ich warte so lange ab, bis dieser Hügel hier endlich mal weggeht. Und dann kann ich mal wieder eine Wanderung machen. Aber das nervt mich voll. Das belastet.
Ich will das nicht haben. So ein Hügel. Das fühlt sich so komisch an. Wie so eine Beule, wie keine Ahnung. So, ich hoffe, dass ich demnächst wieder schonungslos laufen kann. Und dass die Schwellung auch komplett weggeht und mein Schienbein oder was das ist, komplett abgeheilt ist. Das war voll cool Wanderung gewesen mit voll cool D3 Schepperungswetter. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin.